Hallo Trader, vielen Dank, dass du dich für die Demo angemeldet hast von NinjaTrader. Ich bin Christoph Radecker, dein Ansprechpartner im deutschsprachigen Raum. In diesem Video werde ich dir bei den ersten Schritten helfen, wie du die Plattform einrichten kannst, wie du die ersten Charts öffnest und wie du auch die ersten Trades im Chart oder auch mit dem Dom platzieren kannst. Nachdem du NinjaTrader heruntergeladen hast und auch gestartet hast, siehst du als erstes das Control Center. In dem Control Center kannst du alle Einstellungen eben festlegen, wie du die Plattform aufsetzen möchtest, wie du die gestalten möchtest. Als ersten wirklichen Schritt möchtest du eine Verbindung erstellen eben zu einem Kursdatenprovider. Ob es jetzt Futures-Kurse sind oder Forex-Kurse, dies kannst du eben hier einstellen. Du möchtest aber natürlich Live-Daten erhalten. Dazu gehst du auf Tools und gehst danach auf Account Connections. Es geht hier dieses Account Connection Setup Fenster auf. Ich habe hier natürlich schon einige Verbindungen erstellt in der Vergangenheit. Ich möchte aber hier nun zu Präsentationszwecken eben eine neue Verbindung hinzufügen. Dazu klicke ich hier auf Add. Es geht diese Connection Wizard auf, Create a New Connection. Also ich möchte hier eine neue Verbindung erstellen und gehe dann auf Next, um eben zum nächsten Schritt zu gelangen. Hier unter den generellen Informationen kann ich eben der Verbindung einen Namen geben. Ich mache jetzt hier Futures Demo Ninja als Beispiel, NinjaTrader, und kann dann einen Provider festlegen. Ja, wenn du beispielsweise mit NinjaTrader Continuum oder eben mit Kinetic die verbinden möchtest oder mit FXM, kannst du das hier eben auswählen. In meinem Beispiel bleibe ich hier bei NinjaTrader Continuum. Theoretisch kannst du hier einen Backup Data Feed Connection Provider noch auswählen. Für die Demo brauche ich das jetzt nicht. Ob ich es dann im realen Handel brauche, ist streitbar. Die wenigsten unserer Kunden nutzen sowas. Ich habe hier noch die Option Connect on Startup. Das mag im Live-Handel sehr gut sein. Bitte bedenkt immer, dass die Demo für Futures 14 Tage läuft und dazu möchte ich jetzt hier dieses Connect on Startup eben nicht aktivieren. Historische Daten möchte ich aktiviert haben, daher lasse ich auch hier diese Funktion hier auf Enabled. Du erhältst historische Tickdaten, geliefert von NinjaTrader, ist eine wirklich hervorragende Qualität und diese Tickdaten und die historischen Daten gehen auch sehr weit zurück. Okay, nächster Schritt hier auf Next klicken und danach muss ich eben einen Username und ein Passwort eingeben. Du hast von uns eben hier eine E-Mail erhalten von CQG mit einem Username und einem Passwort. Ich gebe jetzt hier mal mein Demo-Passwort ein. Und aktiviere jetzt dann noch hier diesen Demo-Modus, eben weil ich natürlich auf der Demo bin. Klicke auf Next, klicke auf Finish. Es kommt nochmal ein Risikodisclaimer, da geht es hauptsächlich um die OCO-Orders, One-Cancel Other Orders. Bitte lest euch diesen Disclaimer auch auch durch. Okay, ich schließe jetzt hier dieses Account Connection Setup Fenster und verbinde mich eben nun mit meiner erstellten Demo hier NinjaTrader Futures. Ich bin nun verbunden mit dem Kursdatenprovider. Also ich sehe es hier im Control Center eben grün aufleuchten, Connected NinjaTrader Continuum und möchte nun die ersten Einstellungen für meine Plattform eben vornehmen. Als erstes gehe ich hier auf den Instrument Manager, Tools Instrument Manager und möchte mir hier meine sogenannte Standardliste, die Defaultliste eben definieren. Ihr seht jetzt hier bei mir sind drei Märkte hier angezeigt. Wäre hier das britische Pfund, dann der Euro Futures Kontrakt, Euro FX und den deutschen FDAX habe ich noch drinnen. Wenn du hier noch ein Instrument hinzufügen möchtest, ich mache jetzt hier als Beispiel, bringe ich hier an den Mini Dow Jones, den Mini Size Dow Futures, also 5 Dollar je Tick. Wenn ich diesen jetzt hier in diese Standardliste reinkopieren möchte, gehe ich einfach hier auf den Pfeil nach links und der wird mir in die Standardliste kopiert. Wichtig, falls ein Rollover von einem Kontrakt auf den nächsten Verfallsmonat eben stattfinden sollte, kann ich eben als Beispiel hier mir den September-Kontrakt 2015 auswählen
und konnte den genauso hier eben in die Standardliste kopieren. Um diesen Vorgang abzuschließen, gehe ich auf OK. Wir haben jetzt die Standardliste abgeändert und ich möchte jetzt als nächstes eine Gebühr einstellen, dass mir bei jedem Trade, den ich mache, eine gewisse Gebühr abgezogen wird und dass ich eben einen guten, selbst wenn ich auf der Demo handle und natürlich virtuelles Geld bewege, möchte ich wissen, wie stehe ich denn da nach dem Trading, nach dem Handel. Ja. Dieser Schritt ist sehr einfach. Ich gehe dazu auf Tools, gehe auf Options und sehe jetzt hier verschiedene Reiter. General, hier könnte ich beispielsweise einstellen, ob ich One-Click-Trading haben möchte, ja oder nein. Ohne Haken wäre es One-Click-Trading als Beispiel. Apply Commissions to P&L Calculations, also dass eben die Kommissionen mit hinzugerechnet werden sollen. Da klicke ich hier den Haken rein, dass eben Kommissionen mit dabei sind und gehe jetzt auf diesen Reiter Commissions. Okay. Ihr seht jetzt hier eine große Auswahl. Ja, mich interessieren jetzt hier Futures. Wir sind jetzt hier auf der Futures-Demo unterwegs. Und mich interessiert im Endeffekt natürlich der Simulator der Futures, weil wir natürlich auf der Simulation handeln. Deswegen möchte ich natürlich die Simulation auch jetzt hier eben einstellen. Okay. Ihr seht jetzt hier markiert Futures Simulator. Diesen Markt möchte ich eben definieren. Ich kann jetzt hier ein sogenanntes Commission-Level eben einstellen. Ich habe vorher schon mal eins vordefiniert. Um das abzuändern bzw. nochmal anzuschauen, klicke ich hier auf dieses Rechteck und dieser Collection Editor geht eben auf. Hier in meinem Beispiel habe ich pro Kontrakt, den ich handle, eine Half-Term-Kommission festgelegt von 2 Euro bzw. jetzt von 2 Dollar, eben abhängig vom Markt. Also sprich, wenn ich einen Kontrakt kaufe und den dann wieder glattstelle bzw. verkaufe, hätte ich hier eine Roundturn-Kommission von 4 Dollar oder Euro eben eingestellt. Ich klicke OK, nochmal OK, Gebühren eben jetzt sind jetzt fest definiert. So, jetzt werden wir ein bisschen praktischer. Ich möchte jetzt den ersten Chart öffnen und vielleicht auch den ersten Trade im Chart platzieren. Dazu gehe ich auf File, gehe auf New, gehe auf Chart. Okay. Dieses Data Series Fenster geht jetzt auf und das werdet ihr in Zukunft öfter sehen. Ihr seht jetzt hier wieder unsere vorher definierte Standardliste. Ich möchte jetzt hier den Mini-DAO öffnen und wähle den jetzt einmal an, klicke auf New, sodass er mir hier unten reinkopiert wird. Und auf der rechten Seite dieses Data Series Fenster kann ich eben Einstellungen vornehmen, was ich denn angezeigt haben möchte, wie viele Tage das zurückgegangen werden soll, ja, wie viele Tage geladen werden sollen. Ich möchte jetzt hier beispielsweise mal 20 Tage laden und ich möchte beispielsweise einen 15-Minuten-Chart haben. Okay. Erste Chart ist jetzt hier geöffnet. Ihr seht jetzt hier, ich habe das ein bisschen abgeändert. Bei mir ist der Chart-Hintergrund grau. Und auf der rechten Seite seht ihr hier diesen sogenannten Chart-Trader schon aktiv. Um die generellen Einstellungen für diesen Chart vornehmen zu können, könnt ihr im Chart eben einen Rechtsklick machen, geht danach auf Properties, um die ersten Einstellungen eben abzuändern. Ihr seht jetzt hier als Beispiel, diese sogenannte Right-Side-Margin wurde von mir abgeändert. Das ist der Abstand von der letzten Kerze, von der aktuellen Kerze eben zu den vertikalen Preislevels. Und nur als Beispiel, ihr seht das jetzt hier rechts, wenn ich jetzt hier auf Apply gehe, klebt jetzt hier die letzte Kerze eben an der Preisachse, ändere ich das wieder ab, wie es vorher hatte, auf 60 als Beispiel, kann ich hier ein bisschen schöner meiner Meinung nach Trendlinien ziehen. Um den Hintergrund abzuändern, funktioniert es genauso, Properties, und könnte hier den Background, eben den Hintergrund abändern. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier einen weißen Hintergrund haben, Apply, ist der eben hier weiß und kann es eben abändern, wie ich möchte. Okay. Scrollen im Chart funktioniert auch sehr einfach. Ich gehe hier unten auf die Zeitachse, klicke die linke Maustaste und bleibe auf der Maustaste. Und indem ich nach rechts bzw. nach links ziehe, komprimiere ich eben den Chart oder gehe eben tiefer in den Chart hinein. Okay.
Ihr seht hier oben im Chart generell natürlich hier wieder unsere Standardliste, wenn ich hier draufklicke. Hier generelle Einstellungen, was ich denn angezeigt haben möchte. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen 30-Minuten-Chart sehen oder eben einen 3-Minuten-Chart, kann ich hier eben das entsprechend abändern. Und habe hier natürlich gewisse Stile, welchen Chart ich möchte. Ja, hier Open, High, Low, Close als Beispiel. Auch eine sehr, sehr beliebte Chartdarstellung. Ich bleibe hier jetzt aber hier bei den Candlesticks. Okay. Schöner und wichtiger Punkt natürlich, und das ist auch ein Punkt, der NinjaTrader meiner Meinung nach auszeichnet, sind wirklich unser Zeichenwerkzeugkasten. Den findest du eben jetzt hier. Du kannst übrigens auch immer mit Shortcuts arbeiten. Ja? Also die F2-Taste deiner Tastatur wäre jetzt hier diese Linie oder eine Gerade wäre eben die F3-Taste. Okay, ich möchte mir jetzt als Beispiel eine Trendlinie einzeichnen. Gehe ich hier, wähle mir das an. Ups. Okay. Und zeichne mir hier eben diese Trendlinie mit ein. Wenn ich diese, und das funktioniert bei jedem Zeichenwerkzeug gleich, wenn ich diese Linie farblich abändern möchte, kann ich das sehr leicht machen. Ein Klick auf die Linie, du siehst jetzt hier dann drei schwarze Punkte, ein Doppelklick darauf und schon gehen eben geht das Einstellungsfenster auf für diese Gerade, kann hier die Farbe natürlich abändern, kann hier die Stärke der Linie abändern und kann natürlich den Stil der Linie natürlich auch entsprechend abändern, wie ich es haben möchte. Eine schöne Geschichte, was NinjaTrader euch bietet, hier dieser Punkt Attach To. Ihr seht jetzt hier Attach To YM, also Mini-DAO, den Juni-Kontrakt 2015, 3-Minuten-Chart. Ich kann das aber abändern, dass ich sage, okay, zeichne mir diese Linie in jeden Chart ein, des Mini-DAOs, dann macht NinjaTrader das und ich kann im Endeffekt meine Analyse sehr, sehr effektiv eben in größeren Zeiteinheiten beispielsweise vornehmen und eben nur, und im Endeffekt muss ich diese Analyse nur einmal machen, diese Linie nur einmal zeichnen und habe das in jedem Chart eben mit drinnen. Okay. Zeichenwerkzeuge, wie gesagt, ihr habt eine große Auswahl von Linien, horizontalen Linien natürlich, Fibonacci, jetzt nicht nur die Retracements, aber auch eben Extensions, Time Extensions und auch Fibonacci Circle Analysen. Okay, natürlich standardmäßig hast du hier natürlich auch noch Zeichenwerkzeuge wie jetzt eben Rechtecke, Kreise und so weiter. Ein Punkt, der vielleicht relativ interessant ist, falls man eben nicht rechnen möchte, der sogenannte Ruler. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie groß war denn jetzt diese Bewegung genau, kann ich mit dem Ruler eben sehr, sehr schnell eben hier arbeiten. Hier die Bewegung des Mini-DAOs waren eben jetzt hier 82 Punkte. Um eine Linie oder ein Zeichenwerkzeug zu löschen, kann man hier auch sehr schnell arbeiten. Ein Klick darauf, die Entferntaste auf der Tastatur und schon ist eben dieses Zeichenwerkzeug gelöscht. Ein Beispiel möchte ich noch anführen zu den Zeichenwerkzeugen, die Fibonacci Retracements, hier beispielshalber. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen Move bewerten mit Fibonacci, ziehe ich eben hier bei den Fibonacci Retracements eben rein und kann diese auch abändern. Ihr seht jetzt hier bei mir, ich habe das abgeändert, ich habe jetzt hier natürlich den 0 bis 100% Move, habe dann ein Fibonacci Retracement bei 61%, hier dann 38% und habe aber hier noch eine Extension gleich mit einzeichnen lassen, eben von jetzt hier in dem Beispiel 123%. Um das zu erreichen, wie bei den Linien auch, ein Klick auf dieses Fibonacci Retracement, Doppelklick und schon gehen wir die Einstellungen zu den Fibonacci Retracements auf. Ich kann hier eben definieren, was ich haben möchte. Hier in meinem Beispiel eben 0 und 100%, angenommen den 50% Move möchte ich nicht sehen. Haken eben dann entfernen und kann das Ganze noch speichern, indem ich hier einen Rechtsklick eben mache, gehe auf Manage Templates und speichere das hier unter dem Namen Standard, also Default, gehe auf Save, werde nochmal abgefragt, sage okay, okay und habe jetzt dann hier immer natürlich meine Einstellungen mit drinnen, wie ich es eben auch vorher eingestellt habe. Wie gesagt, das 50er Retracement ist weg, habe jetzt nur 61 und 38 und eben dann die 123 eben als Extension eben noch drinnen.
Um dieses Video abzuschließen, möchte ich jetzt hier noch ein bisschen praxisorientierter werden. Ich bringe hier jetzt eben diesen Chart-Trader mit ins Spiel. Das ist der fünfte Knopf, dieser fünfte Knopf in dieser Leiste von rechts. Das seht ihr dann, wenn ihr nach hier rechts aufgeht, ist hier dunkel unterlegt. Das bedeutet, wir sind im Simulationsaccount. Der Simulationsaccount ist übrigens auch bei Live-Konten verfügbar. Wir haben jetzt hier natürlich einige Einstellungsmöglichkeiten. Kauft den Markt, verkauft den aktuellen Markt und hier Limit Orders, also das, den aktuellen Ausgangskurs kaufen bzw. den aktuellen Bitkurs kaufen. REV bedeutet das Drehen der Positionen, also Reverse. Also wenn ich jetzt Long bin beispielsweise und klicke auf REV, dreht NinjaTrader die automatisch diese Position von Long auf Short. Close, natürlich Schließen der Position. Okay. Beispielsweise möchte ich jetzt hier den Markt kaufen, gehe auf Buy Market und NinjaTrader füllt jetzt hier diesen Trade in der Simulation. Das Schöne an NinjaTrader ist, dass der Simulationsalgorithmus wirklich sehr, sehr gut ist und du nicht wirklich eigentlich mit diesen Ergebnissen, die du auf der Simulation erwirtschaftest, eben auch im Live-Handel eigentlich rechnen kannst. Also der Füllalgorithmus ist wirklich sehr, sehr gut. Du siehst jetzt ist hier ein Trade offen. Wir sind 6 Punkte im Mini-DAO im Minus. War vielleicht zu optimistisch. Aber wir haben keinen Stopp im Markt. Wir haben kein Target, nichts. Das ist natürlich das, was ein risikobewusster Trader nicht haben möchte. Ich gehe jetzt davon aus, hier war die letzte Unterstützung. Hier ist meine Trendlinie. Darunter möchte ich hier einen Stopp setzen. Rechtsklick. Sell Stop 1, eben at 17.982. Ich werde jetzt hier nochmal gefragt. Ich habe, wie gesagt, One-Click-Trading nicht aktiviert. Klicke auf Yes und eben NinjaTrader platziert mir hier dann eben einen Stopp eben zu dem gewünschten Preis. Falls ich eben eine Order, die jetzt hier im Chart-Trader aktiv ist, verschieben möchte, geht es sehr, sehr einfach. Ein Klick auf diese Order, auf diesen Balken und dann verschiebe ich den einfach. Ja, also ein Klick. Diese Linie wird schwarz, die Hand mit dem Fingerzeiger wird aktiv oder wird angezeigt, kann die Order eben verschieben, wie ich es eben haben möchte. Ja. Also ihr seht, das geht sehr, sehr schnell und kann auch sehr, sehr genau angepasst werden. Um jetzt hier noch ein Target vielleicht zu bekommen für diesen Trade, vielleicht hier bei der 18.049 Sell Limit. Ich werde nochmal gefragt, ich sage ja, bitte platziere mir hier diesen Trade und schon habe ich eben im Endeffekt sehr, sehr schnell meinen Trade abgesichert, habe auch hier den Trade mit einem Ziel versehen und habe jetzt hier eben den ersten Trade mit dem Chart-Trader des NinjaTraders eben erledigt. Im nächsten Video werden wir hier mehr ins Detail gehen. Wir werden wirklich natürlich über das Trading aus dem Chart, aus dem Dom sprechen. Wir werden auf die sogenannten ATM-Strategien eingehen. Ein super wichtiger Punkt, den jeder Trader braucht. Wir werden auf Times und Sales eingehen. Ich hoffe, dass dir dieses erste Video gefallen hat, dass es dir weiterhilft. Und wie gesagt, du kannst dich jederzeit an mich via E-Mail oder telefonisch auch wenden. Vielen Dank.